Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Black Mirror 2. Und Darren, der ist jetzt hier in so einem Raum gelandet, nachdem er dem Bunker entkommen ist, kam er heraus und dann wurde er, also nehmen wir an, niedergeschlagen und ist er hier gelandet, gefesselt. Er hat sich von den Fesseln befreit, aber wo er hier ist, das weiß er natürlich nicht. Sieht sehr heruntergekommen aus, oder? Auf der anderen Seite sind da noch Bilder und so. Und der Kronleuchter sieht ja auch so aus, als ob er mal Die bessere Möbel sind Zeiten gesehen hätte oder abgedeckt, so. also eine Weile war hier schon niemand Der mehr, Bürostuhl aber passt hier überhaupt nicht rein. genau. Wahrscheinlich wurde er mitgebracht, um mich daran zu fesseln. Ja, das kann man annehmen. Hat doch funktioniert. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüber hängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Ja, kann sein. Mal sehen, was sich dahinter versteckt. Interessant. Ein Stammbaum. Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich. Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken Sie hinter der ganzen Sache? Catherine ist wahrscheinlich das C in dem Brief. Der Stammbaum der Familie Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Auf welchem Schriftstück war denn das C als Unterschrift? Das war ein Brief an seine Mutter. Mit dem Geld. Ach Dass so, sie, dass sie ja. ruhig, also dass das Geld, was sie vorher bekam, auch weiterhin bekommen würde, obwohl er aus dem Haus ist. Wir haben ja vermutet, dass er natürlich ein Gordon ist, oder? Also ich schätze mal, das ist er wohl auch wirklich. Tja, ich kann mir den Stammbaum gar nicht angucken. Das ist Nein. gemein, nicht in Aber dass er jetzt Ordnung. Catherine gesagt hat, dass Catherine mit C geschrieben, konnte man ja nur sehen, was auch Hübsch geschrieben hässlich. wurde. Ja. Hübsch Hübsch hässlich. hässlich. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Ja. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Kann schon sein. Zwei Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Unter dem Stadtbild steht auf einem Messingschild etwas. Cardiff 1812. Da dürfte nichts Neues kommen. Die Fenster sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Ja. Sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Das Feuer ist aus. Allzu lange hätte es wohl ohnehin nicht mehr gebrannt. Aber den Kleiderständer haben wir noch. Der Bürostuhl passt hier überhaupt nicht. Ja, hat er schon gesagt. Eine seltsame Stelle. Diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Ein Geheimfach. Nanu? Kinderspielzeug. Wow, schön. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss sich ein Kind ein Lager angelegt haben. Tja. Ich hab schon das Spielzeugauto mitgenommen. Mehr von dem Zeug brauche ich nicht. Gut, wenn du sagst. Freiliegende Deckenbalken. Ziemlich rustikal, das Ganze. In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. Ein Kopf? Man kann, glaube ich, seine Perücken da drauf setzen, damit sie sich nicht verformen. Den kann ich gut gebrauchen. Na gut. Ja, falls er mal seinen Kopf verliert. Hat er einen in Reserve. Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Handtücher, Bettbezüge, Laken, Decken.
Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mitnehmen, wollten sie aber auch nicht einfach den Ratten und Mäusen überlassen. Deswegen haben sie sie so eng zusammengeschnürt, wie es ging. Das Ding wiegt mindestens 30 Kilo. Das schleppe ich lieber nicht mit mir rum. Na gut. Tja. Der Stoff ist so stramm verschnürt, dass er ja. Brett hat. Ja, ja. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht ja, mit, deswegen haben sie sie ja. so... Na gut. Noch was? Nö, der ist noch da, der Stuhl ist noch da, der Balken ist nach wie vor da. Und der Kleiderständer auch. Ständer. Ich glaube, ich sollte erst mal speichern. Ja. Der ist hier ziemlich schnell weg, ne? Also ich meine so, verschwindet vorübergehend, weil ihm irgendjemand was Böses getan hat. Ja. Ein Flur mit einer Treppe am Ende. Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Was? Aha. Wer ist das denn? Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Hä? Wer ist das denn? Was zum Teufel war das denn? Hat er schon wieder Halluzis? Hä? Hallo? Ja, wir sind angekommen. Es ist schön hier. Alles genau, wie Sie gesagt haben. Nein, Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich weiß, der Mann war nicht so nett zu mir. Aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Ja, ich pass auf. Ach, Bobby. Tschüss. So, euch hat man also in die Sache mit reingezogen. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ja. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Tu das. Da unten sitzt Aber Bobby. Stimmt. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Tja. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Das will ich auch so sehen. Vielleicht ist er in dem großen Haus. In dem kaputten Teil, oder wie? Wer weiß, ich nehme an, das werden wir noch rausfinden. Das werden wir bestimmt viel wichtiger ist, wie komme ich hier weg? Raus? Nun ja, ewig stehen bleiben kann er jetzt nicht. Nee, schlägt er Wurzeln. Genau. Mach einen Vorschlag. Ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht kann er die Sachen alle nochmal angucken. Er kann sich eine Perücke aufsetzen, hat er aber nicht. Er kann den Kopf auf seinen Kopf packen und Huhu sagen und dann Bobby erschrecken. Er kann einen Stoffball runterschlagen. Kann er nicht, der ist zu schwer. Er hat gesagt, er nimmt ihn nicht, er ist zu schwer. Ich denke gerade an was anderes. Seil? Früher hat man doch so Scherze gemacht wie einen Wassereimer über der Tür an dem Seil festgemacht und dann das ja, Ende schon, an die Klinke und wenn die Tür aufgeht, und wo ist dann, der Wassereimer? Oder nee, der Eimer, aber man könnte Wasser? Doch sinnvollerweise hier... Ja, das Seil. Aber? Ach so, du meinst an den Stoffbalken hängen? Über den Balken... Und der müsste ich Bobby knote doch das Seil um einige der Bindfäden. Aha. So. Und dann? Das ist echt geschickt, der Typ. Ich glaube, das hätte ich ein paar Mal probieren müssen. Mhm.
Kleiderständer mit Kopf. Hält nicht. Die gehören wohl nicht zusammen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sie nicht zusammengehören. Zieht er jetzt seine Jacke aus und zieht die dem noch an, oder wie? Kopf auf den Schoß? Wie wäre das? Nee. Stuhl. Nee, oder? Geht das vielleicht jetzt? Wackelt etwas. Aber die Stuhllehne stützt gut den Kopf. Mhm. Na gut. Weißes Laken. Huhu. Muss ja nicht gleich sehen, dass das nur gar nicht eine Puppe schlecht ist. So, und jetzt schmeißen wir das Spielzeugauto runter und dann schnell an die Leine. Aha. Okay, jetzt gilt es schnell zu handeln. Hallo? Alles okay? Na? Loslassen. Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. Hat er ja auch wahrscheinlich gesagt. Und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Hoffen wir, dass Tom nicht ausgerechnet jetzt vom Einkaufen zurückkommt und dass es nicht allzu weit bis zum nächsten Ort ist. Halt's ja wieder einstecken. Das Auto scheint den Sturz gut überstanden ja, zu haben. Ja, nimm's wieder mit. Viel mehr hast du sowieso nicht in deinen Taschen. Alles. Nettes kleines Auto. So. Was ist denn eigentlich da oben? Eine aufwendig geschnitzte Holztruhe. Ob darin meine Sachen... Ja, kannst du das mal nachgucken. Verschlossen. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ja, und was ist... Was naja, ist mal wo? Können wir nachher machen. Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Mhm. Ab. So ist es. Ja, und? Was ist denn da? Verzierung. Die Schnitzerei zeigt kleine Kreise über einer Linie. Hm. Vielleicht irgendwelche Höhenangaben? Das sind zu viele Kreise, als dass ich sie mir merken könnte. Das sind zu viele Kreise, ja, als dass ja, ich sie... Ja, ist ja gut. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Solche Zahlenschlösser gibt es meines Wissens nach noch nicht so lange. Man muss die richtige Kombination aus drei Ziffern eingeben. Nur, wie lautet sie? Gute Frage. Keine Ahnung. Gucken wir uns mal weiter um. Was meintest du? Was das da oben ist, oben? Banner. Ach, da steht Banner. Was ist das für ein Banner? Irgendwelche Banner oder Flaggen. Seltsam, dass man die nicht mitgenommen hat. Normalerweise stehen diese Dinger doch für Tradition und Geschichte. Und die möchte jemand, der in einem Schloss lebt, doch bei sich haben. Eigentlich? Andererseits, wenn man alles hinter sich lassen möchte, dann vermutlich als erstes diese Dinger. Ich weiß, wo wir sind. Wo sind wir denn? In Wales. Ja, hab ich. Die wollte Banner, ich gerade. Wollte ich das auch gerade Klavier, sagen. Wir sind wahrscheinlich in Wales. Das Wappen über dem Kamin. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Da ist er aber ganz schön lange bewusstlos genau gewesen. Das ist ja eine weite Fahrt. Da hat doch Eleanor... Schon komisch, dass sich manche Leute gern Leichen an die Wand hängen. Ja,
Das habe ich mir schon beim ersten Mal gedacht. In Evil Dead fand ich solche Hirschköpfe ja noch komisch. Aber der hier ist stumm und hat nichts mehr zu lachen. So langweilig. Wer mag das wohl gewesen sein? Der Schlossherr? Ist aber auch ganz schön heruntergekommen, das Schloss, ne? Ja. Dieses Schloss dürfte etliche 100 Jahre alt sein. Man wird es früher nur über Kamine beheizt haben. Ja. Vermutlich führt der Schornstein durch mehrere Räume, sodass er überall Wärme abgeben kann. Ja, ein bisschen. Ja. Das ist ein ziemlich altmodisches Mobiltelefon. Die aktuellen wiegen nur noch gut ein halbes Kilo und sind höchstens 20 Zentimeter lang. So lustig. Ich könnte die Polizei anrufen. Klar, aber was soll ich denen sagen? Hilfe, Hilfe, ich wurde entführt und sitze nun in einem Haus irgendwo in England? Oder vielmehr vermutlich irgendwo in England. Nach allem, was ich weiß, kann ich auch in Dänemark oder Indien sein. Naja, kaum in Indien. Ich brauche erstmal weitere Informationen. Ich könnte die Polizei anrufen oder vielmehr... Ja, ja. Ja, schon gut. Hoch wollen wir nicht nochmal. Übel. Ja. Das Klavier scheint mir mindestens 100 Jahre alt zu sein. Mom hätte ihre Freude daran. Sie kann... konnte gut Klavier spielen. Ich spiele überhaupt kein Instrument. Und wenn, dann würde ich eher Bass in einer Grunge-Band spielen als Klavier in einem Schloss. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Abgesehen davon, dass ich es vermutlich auch nicht könnte. Na gut. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Ja. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Ist gut. Ist gut, ja. Kamin, da kann man sich drin verstecken. Es sieht nicht so aus, als hätte hier kürzlich ein Feuer gebrannt. Aber da liegen noch verkohlte Holzstücke im Kamin. Tja. Ich nehme eines der kleineren Stücke. Gut. Bäh, jetzt sind meine Finger schwarz. Macht nix. Ausgang. Oh, das ist der Ausgang. Oh, Butterbrotpapier, kannst du mitnehmen. Bobby muss ein Butterbrot gefuttert haben. Da liegt noch das Einwickelpapier. So, er sagte, er kann sich das nicht merken. Ja, vielleicht steht da oben was drauf, wo er vorhin geguckt hat. Er kann ja... Aber... Ach so, du meinst Butterbrotpapier? Was hat... Ja. Ach so. Nee, ach so. Keine Direkt. Ahnung. Ach so, was willst du machen? Das Abpausen. Er sagt es auch, dass es sich das nicht merken kann. Ach so. Also ist irgendwas damit, oder? Kann sein. Die Kreise sind Vertiefungen im Holz. Das heißt, ja, ich gut. müsste sie mit dem Stück Kohle aufs Papier pausen. Ja. Richtig. Genau. Hat gut Idee. Funktioniert. Man kann sowohl die Kreise als auch die Linien gut erkennen. Mhm. Na gut. Aha. Dann... Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Könnte sein. Guck's doch mal an. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Naja, immerhin. Will er das Klavier spielen? Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben. Sagtest du schon. Wenn das wirklich Noten sind, fehlt ein Anfangspunkt. Vielleicht kann man irgendwo anfangen und muss nur die relative Höhe der Noten zueinander beachten. Mann, guckst dir doch mal an. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte... Hä? Dann muss man sich doch irgendwie angucken können. Ja, aber vielleicht
Hast du denn nochmal die Truhe anblatt? Oder am Klavier hat ja auch so einen Flügel. Da steht er nur falsch. Genau, das ist es nämlich. Gut. Ah, hier. Genau. Jetzt kann man es sehen. Tja. Naja, dann. Ja, ist das. Du fängst. Ah. Eins, drei. Eins, drei, zwei. Dann kommt wieder. Und nu? Klingt komisch. Ja. Also das ist eins. Aha. Ja, könnte ich mir vorstellen, aber C, E, D. Ja, was soll ich damit jetzt anfangen, verflixter Pfeffer? Hilf mir! Ich hab keine Ahnung, ehrlich. Das sind doch drei Ziffern, die wir brauchen, oder? Keine Ahnung. Du bist nicht richtig hilfreich. Ich hab da gar nicht Mann. Hingeguckt. Tut mir leid. Drei Ziffern, ja? Aha. Gut. Wir gucken uns nochmal das Schloss an. Tut mir leid, ich dachte, das machst du schon. Ich kämpfe mich hier durch und du träumst vor dich hin. Das sind drei Ziffern, hast du gesagt? Wo hast du es gemerkt? Ah ja, stimmt, drei Ziffern. Also auf die habe ich gar nicht geguckt. Das sind null. Dreimal die Null. Und wir sollen es irgendwie so ändern, so einstellen. Und? 3-2? Nee. Ja, nicht. Ja, das war nur auf der Tastatur. Mhm. Und dieses Notending hier, C-D-E, das sollte dir jetzt einen Hinweis darauf geben, ja? Ja, davon gehe ich aus. Gut. Woher hast du überhaupt gewusst, wo du anfangen sollst? Also, na gut. Ich will dich jetzt nicht ablenken, falls du gerade einen Geistesblitz hast. Nein, ich habe keinen Geistesblitz. Ich will nur hier mal wieder raus. Ja, so. Ui. Ja, zurück. So. Und diese Noten, das soll ein Hinweis sein, ja? Rudi ratlos lässt grüßen. Dann guck doch nochmal. Ja, hier am Flügel. Ja. Gut. Aber wir haben jetzt gesehen, es sind wirklich drei Ziffern. Ich hatte das richtig in Erinnerung. Diesmal habe sogar ich das so, gesehen. So, guck mal. Klick, 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 klick. Da tut sich zum ersten Mal was. Ach so, ich verstehe. Du klickst überall drauf. Ich habe mich gewundert, warum du es überhaupt geschafft hast. So, und wenn ich da ausgehe, und wenn das C ist, ich weiß gar nicht, ob das C hier stehen muss. Auf welcher Höhe das C eigentlich ist, könnte sein. Dann wäre das ein D, das ein E. Dann müsste das ein G sein. Aber was sagt mir das? Ja, das frage ich mich. 1, 3, 2.
5. Wie soll ich das jetzt auf 3 Ziffern reduzieren? Ich muss sagen, ich stehe hier und bewundere dich geradezu, weil du dir überhaupt darüber Gedanken machst. Ich kann mir darüber keine Gedanken machen. Mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Ich habe auch noch nie ein Instrument gespielt und mit Noten hatte ich wirklich nie was zu tun, großartig. Gut, ich habe mal Mandoline gespielt, aber naja, das ist schon so ewig her. Tja, okay, ich guck mal nach. Ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, ich komme hier nie raus aus dem Teil, das kleinen Schlösschen. Ich denke mir auch, dass das Schloss in Wales ist hier. Ich lese so, mal nach. Okay. Sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Haha. Wir gehen wieder ans Klavier. Haben Sie sich wirklich was einfallen lassen? Ist ein bisschen mühsam. Ich muss das. Kommt ein F, ein E und F. War irgendwie nicht richtig, hä? Klang komisch, aber das fast nichts an dich zu sagen. Es geht ja hier nicht um die Melodie. Das war's. Ich glaube, ich habe keine Fee. Immer derselbe Ton. Ja, also das war jetzt dreimal ein E, zweimal ein D und fünfmal ein G. Stavi hat das alleine gespielt, oder wie? Ja. Das ist toll. Das war dafür als Antwort auf meine Melodie, hat es Klavier dreimal E, zweimal D und fünfmal G. Ein Klavier mit Eigenleben. Gespielt, ja. Na gut. Ein Klavier, das antwortet. Na gut, ist doch nett. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt wissen, wie wir da rankommen, das Ding. Probieren wir es. Das wäre dann 3, 2, 5. Hm? Das habe ich verstanden. Diesen Teil habe ich verstanden. Obwohl ich nach wie vor mich schon wundern kann über das Klavier. Das ist so toll. Also das ist ja mächtig trickreich. Fast hätte sich was getan. Ja, ja, bitte, wir müssen hier raus, bevor wir diesen blöden Typen treffen. Dann mach auf. Die Kombination war richtig. Danke, Klavier, danke. Was ist denn? Das sind ja meine Sachen. Ja, es ist aber fast alles da. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Genau. Wir sind sowieso geneigt, viele Sachen einfach wegzuwerfen. Oder irgendwo liegen zu lassen. So, na, dann nichts hier weg hier, oder? Mal wüssten wir hier raus. Nö. Er will nicht fotografieren. Nee. Geh raus, da steht gut. Ausgang. Kriegen wir jetzt wieder eins über die Rübe gebraten? Von diesem blöden Typen. Dem Bruder von Bobby namens Tom. Tomcat. Na gut, dann. Ja, toll aussehen tut es ja nicht. Doch, ist doch wild romantisch. Wunderbar. Was willst du denn? Mitten im Nirgendwo. Und das nächste Haus könnte kilometerweit entfernt sein. Und jeden Augenblick kann Tom zurück. Ja, lass dir was einfallen. Ich glaube, ich sollte zuerst versuchen herauszubekommen, wo ich bin. Sollte Tom zurückkehren, kann ich mich immer noch in die Büsche schlagen. Ja, Taxi rufen macht wenig Sinn, wenn man nicht weiß, wo man ist. Wer immer der Knabe auch ist, seiner Kleidung nach zu urteilen, hat er nicht damit gerechnet, einmal in einem Sumpf zu stehen. So aber auch nicht mehr lange und auch an der Stelle wird nur noch ein grünes Pflanzenmeer zu sehen sein.
Tja. Ja. Auch nicht schlecht. Hä? Junge, hallo, das Wer ist ein Junge. Wer ist denn das? Wer bist du denn? Der Junge ist um die 12 Jahre alt, schätze ich. Sieht aus, als würde er mich beobachten. Hey, Junge! Ich weiß, dass du da bist. Komm schon, ich tu dir nichts. Das könnten sie auch gar nicht. Ich bin viel zu schnell für sie. Da würde ich nicht drauf wetten. Ich bin Darren Michaels, ein mächtiger Physikstudent. Ich bin Van Helsing. Der Vampirjäger. Oh, ich hatte sie immer für älter gehalten, Sir. Kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Was ist das für ein Schloss? Hä? Das ist das alte Gordon-Anwesen. Die Gordons? Aus Willow Creek? Willow Creek? Keine Ahnung. Sir Richard und Lady Eleanor haben hier früher mal gewohnt. Und wo genau sind wir hier? Wo schon? In Wales. Na toll. Gerade mal so um die Ecke. Ja? Spielzeug? Ich habe im Schloss Spielzeug gesehen. Ist das deins? Ja, all meine tollen Sachen. Und mein Auto. Das habe ich erst zum Geburtstag bekommen. Aber seit diese Männer da drin sind, traue ich mich nicht mehr rein. Ach so. Das ist doch besser so. Die sind gefährlich. Sind es Werwölfe? Nein. Aber sie haben mich entführt. Cool. Tja. Hast du die beiden Männer gesehen, die sich im Schloss einquartiert haben? Ja, fiese Typen. Allerdings. Der eine hat mich verjagt. Hat gesagt, er würde die Polizei rufen, wenn ich mich hier noch einmal blicken lassen würde. Ganz schön mutig, ja? Getan. Die Frau war viel netter. Was für eine Frau? Die hübsche. Aha. War vor ein paar Wochen hier. Hat hier herumgeschnüffelt und mich nach dem Gartenhaus und dem Labor ausgefragt. Irgendwann ist sie dann wieder weg. Sie hat Blutkonserven mitgenommen. Seltsam. Hat sie ihren Namen gesagt? Oder was sie damit anfangen wollte? Sie braucht das Blut für eine Forschungsarbeit, hat Angelina gesagt. Ach, so. Was? Für eine Forschungsarbeit. Vielleicht ist sie auch Vampirjägerin. Wie sah die Frau aus? Wie eine Frau eben. So? Sah sie so aus? Ja, das ist sie. Aber sie hatte lange blonde Haare, als sie hier war. Damit hat sie mir viel besser gefallen. Lange blonde Haare. Und wann war sie hier, sagtest du? Das war noch vor meinem Geburtstag. Vor 4 Wochen etwa. Lange bevor wir in Biddeford zufällig ineinander... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das für ein Gartenhaus? Ein ganz kaputtes. Da hat es mal eine Explosion gegeben. Ach ja? Echt? Ja, ist schon lange her. Mein Vater sagt, der alte Sir Richard ist bei der Explosion gestorben. Er hat im Gartenhaus sein Labor. Er war Wissenschaftler. Ich glaube, er war ein Vampir. Tatsache? Klar, er hat mit Blut herum experimentiert. Wer macht schon sowas? Vielleicht hast du recht. Und nach der Explosion wurde das Schloss aufgegeben. Kann sein. Das ist schon 10 Jahre her. Solange ich hierher komme, war das Schloss immer leer. Tja. Hm. Was genau hat die Frau gemacht, als sie hier war? Hat sich das Schloss angesehen. Und das Gartenhaus, das ganz besonders. Weißt du, was sie da gemacht hat? Was gesucht. Und sie hat versucht, ins alte Labor zu kommen, glaube ich. Irgendwann hat sie es aufgegeben. Und beim Grabmal im Sumpf weitergesucht. Ich musste nach Hause, weil es schon dunkel wurde. Als ich am nächsten Tag zurückkam, kam sie gerade aus Richtung Gartenhaus an mir vorbei. Sie hatte so einen Blutbeutel in der Hand und war ganz glücklich. Und dann ist sie weggefahren. Hör mal, Van Helsing. Kannst du mir einen Gefallen tun und aufpassen, ob das Auto und der andere Mann zurückkommen? Ich will mich hier noch ein bisschen umsehen und ich brauche einen Späher. Aber klar, mir entgeht nichts. Ausgezeichnet. Na gut, ich würde sagen, wir machen einen Schluss. Das kann doch unmöglich sein. Wenn das möglich ist, ja. Gut. Angelina schnüffelt auf dem Grundstück eines Gordons herum. Hm. Und in Biddeford entdecke ich eine Verbindung zu eben dieser Familie. Ja, ja. Hat Angelina mich angelogen? Die Frage ist nur, hatte sie einen guten Grund dafür oder arbeitet sie für den Orden? Ich kann nicht weg hier, bevor ich nicht ein paar Antworten gefunden habe.
Ja, danach werden wir aber nächste Folge suchen. Genau. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Tschüss. Ja.